Ja? So, da sind wir wieder zurück. Hier, bei Enderal. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich den richtigen Speicherstand eigentlich Ja, 1312, das passt. Geht weiter. Ich gehe doch schon weiter. Warum das jetzt nicht draußen gestartet ist, weiß ich nicht. Eigentlich speichert er ja, bevor das Spiel abstürzt. Also bevor man durch eine Tür geht und dann, wenn man im Ladebildschirm hängt, dann speichert das im Normalfall vorher. Aber, naja, jetzt diesmal das ausgelassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Spiele, ne? Gebt auf euch Acht, Monsieur. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Okay, danke. Danke, danke. Monsieur? Oh, jetzt habe ich das gerade umgerissen da oben. Jetzt wackelt das so schön. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Spiele, ne? Die haben mich jetzt echt umgehauen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die hier so kleine Features noch mit eingefügt haben. Mit diesen Spielen. Und wir haben dadurch richtig viel Kohle gekriegt. Also das hat richtig Spaß auch gemacht. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Also wir haben ein paar Runden gemacht. Wir sind recht reich geworden. Das müssen wir später nochmal machen. Wenn ihr das möchtet, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. So, jetzt wollen wir mal weiter gucken. Die Kunst des Kampfes. Nee. Die verschollene Novizin. Naja, die könnte jetzt schlafen. Wellen zähmen. Obwohl, das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich will erst mal gucken. Wissen über Enderal sammeln. Da sind wir ja noch bei. Alle Bände des Schlechters lesen. Die müssen wir ja auch noch alle finden. Am Wachturm vor Arkhammer Vogeleier aus der Umgebung des Turms bringen. Aus der Umgebung des Turms. Zeigt er mir das eigentlich an? Das wäre eigentlich mal so eine Möglichkeit, dass wir das mal machen. Oder hier, Gnadalf. Es ist ja jetzt gerade spät in der Nacht. Vor den Toren Arks traf ich die Stallwartin Freda Goldschmalz. Sie bot mir an, mir ihren besten Esel kostenfrei zu überlassen, wenn ich ihr dafür im Gegenzug helfe, den Troll Gnadalf ausfindig zu machen, der seit mehreren Monaten nun schon sie und ihre Tiere bedroht. Dafür soll ich bei Mitternacht die Umgebung um das Stadttor absuchen. Bis nach Mitternacht warten und den Troll Gnadalf in der Königsbucht aufsuchen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt wieder rauskomme. Falscher Knopf. Wie komme ich hier raus? Ich bin da und da muss ich hin. Oder muss ich da hin? Arg Westtor. Das heißt, ich muss quasi in die Richtung. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophieschund, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für alles. Aha, okay. Was hängt denn hier eigentlich noch alles? Tanz dich frei mit Tachuti. Jede Dämmerung am Königsfluss. Ey, am Honigfluss. So, dass Magie in euch entbrennt, so hadert nicht einen Moment. Dem Orden soll ihr Kunde tun, will euer Herz in Frieden ruhen. Denn wer nicht lenken kann die Gaben, dem wird sehr bald der Geist versagen. Okay. Wahre Frauen kämpfen für Freiheit, Frieden und den echten Weg. Kommt zur Stadtgarde. Hohenpriester. Gevatter, mit? Alles im rechten Lot? Kann nicht klagen. Selbst? Oh, Köchin. Es geht. Hi. Matrosen machen in letzter Zeit. Na los, geht weiter. Ich geh doch schon. Böse Frau. Scheinbar unter Kontrolle. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Ah, hier ist das Tor. Du machst gute Arbeit. Dann wollen wir mal da raus. Bin ja mal gespannt, ob wir Gnadalf hören. Es wäre aber jetzt blöd, wenn ich jetzt noch ein paar Stunden warten müsste. Weil wenn das wirklich erst um Mitternacht passiert, naja, vielleicht passiert es ja jetzt schon. Malfas zum Gruß. Im Moment passiert noch nicht wirklich viel. Oh Gott, das sind noch 2 Stunden. Fast. Aber hier irgendwo sind doch auch die Vögel. Da sind die Vögel. Ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich ja die Eier irgendwo. Da oben fliegt aber auch einer.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die hier unten irgendwo die Brut haben. Da ist gerade irgendwas gelandet. Ah, hier ist ein Tor. Wo ist denn der Vogel hin? Da hinten. Da ist ein Baum. Das sind Möwen. Da hinten fliegt er. Dieser braune da. Ich glaube, die braunen waren's. Da sind Krabben. Ja. Nun. Also M. Jetzt müssen wir hier erstmal abwarten, das ist ja doof. 10.33 Uhr. Ich muss mal hier gucken, vielleicht liegen ja hier irgendwo... Monsieur? Was ist das? Das Viech lebt? Hallo? Das ist fliegt? Hm? Was ist das? Das guckt mir vor allen Dingen nach. Ist das ein Drache? Wer bist du denn? Myradenwärterin. So spät noch auf den Straßen? Ich weiß, was ihr braucht. Einen Myradenflug zur nächsten Taverne. Schreitet wohl. Ein Myradenflug. Fluch, sag ich schon. Flug. Oh, das ist aber auch bequem, hier auf dem Bett zu schlafen. Auf diesen kaputten Lattenrost und noch nicht mal eine Matratze. Was ist denn das da im Wasser? Seht ihr das da? Ich weiß nicht, ob man das bei YouTube gerade sieht, weil es doch echt dunkel ist gerade. Apropos dunkel. Fackel. Ha, das ist doch gleich viel angenehmer. Nein, ich guck dich nicht an. Mal wo mit der Kanone schießen kann. Was? Da findet man hier einfach mal ein Lehrlingsbuch. Ist denn das die Möglichkeit? Ja, Fernkampf. Verbessert Fernkampf für Lehrlinge bis, ja, von 1 auf 16. Das ist doch gut. Und Alchemie von 1 auf 19. Schön. Was ist das hier für ein Gebäude? Müssen wir uns vielleicht auch nochmal genauer angucken. Aber ich finde das hier gerade echt interessant, hier mal so ein bisschen rumzulaufen. Wenn wir schon nichts Produktives tun können, dann müssen wir uns halt erstmal umgucken. Wie spät ist es jetzt? 10.50 Uhr. Immer noch eine Stunde. Gehen wir da mal rein. Arc Südviertel. Ach, das gehört immer noch alles zu Arc. War das gerade das Wesen, oder? Weil das hat sich gerade angehört wie ein Drache. Vom Geschrei her. Monsieur? Fremdenviertel. Ich gehe da mal rein. Fremdenviertel hört sich natürlich etwas... Naja, ich nenne es jetzt mal problematisch an. Weil wenn da Fremde sind, könnte da die Kriminalität etwas höher sein. Hier ist auf jeden Fall ein Gerber gleich zum Eingang. Dass sie das alles hier so liegen lassen können. Ehe, dass ich bei einem Kilen anheuer, oh. Trete ich nackt vor die... Geflügelfleisch könnte ich mitnehmen. Mache ich aber nicht. Benutze Mehlmühle. Bekomme ich jetzt Mehl? Oder... Wir laufen einmal im Kreis. Na, das ist ja toll. Hat ja wirklich nichts jetzt gebracht. Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das Zeug so teuer sein? Weil ein raffgieriges Pack sind, dem Weges Treue und Ehrgefühl so fremd sind wie kühn das Fliegen. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern. Wenn ich der Großmeister wäre, hätte ich die schon längst allesamt heimgeschickt. Oh, guck mal! Achso. Ach. Da! Kleines Küken! Oh, ist das toll hier. Wieso ist eigentlich die Fackel weg?
Der redet nicht mit mir? Ich wette, ein Kohlemensch hat den roten Wahnsinn hierher geschleppt und uns alle angesteckt. So viel wie die Vögeln wundert es mich, dass die Syphilis Al-Rashim noch nicht zur Geisterstadt gemacht hat. Okay. Da kann ich schmelzen. Das habe ich doch gesucht. Ach, das habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Ich glaube, das habe ich wirklich schon gemacht. Oder habe ich irgendwie noch... Gehen wir mal bei Eisen. Eisenbarren. Ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich muss aber auch mal versuchen, dass ich irgendwie mein ganzes Kram wegbekomme. Oh, 11.13 Uhr ist es jetzt. Warum stehen die hier eigentlich alle so rum? Was ist denn das da eigentlich? Ich suche dich. Lass uns leben. Ich, Annabella, suche nach langer Einsamkeit einen Naturburschen, der schnellen Abenteuer nicht abgeneigt ist. Triff mich auf der Insel Vorark. Dort findest du ein Lager. Lies die Nachricht und gib dich mir erkenntlich. Aha. Startet ein besonderes Abenteuer. Hallo. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen? Vielleicht. Was braucht ihr denn? Ach du Schande, ein Goldbarren. Wert 268, natürlich. Warum sollte ich den kaufen? Was passiert, wenn ich jetzt Gold habe? Ich habe noch nicht mal Gold. Ich habe Eiden. Eizen, nicht Eisen. Hufeisen bringt Glück. Hier, das verkaufe ich dir. Ein Eisenbarren bringt nur 3. Also das ist echt traurig. Egal. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für ein Abenteuer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstahl schürfe und die Pulverwüste traue. Oh Gott. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Schreitet wohl. Ich bin jetzt näher gekommen, weil ich hab die kaum verstanden. Was hat die erzählt? Es kommt davon, wenn man den Text nicht liest. So, Tür auf. Raus. Ich könnte mir vorstellen, es schießt mir gerade so in den Kopf, dass Jesper vielleicht wieder zurückkommt. Guten Abend. Oder gar nicht erst fährt. Wäre irgendwie toll. So, was haben wir denn da jetzt? Gnadalf muss sterben. Irgendwas ist da. Jedenfalls ist der Pfeil jetzt da. Guten Abend. Hm? Ich höre was. Was ist denn das? Hallo? Ansprechen. Rinto Cha Amgas. Kirsch, was zum... Ihr habt mich erschreckt, verdammt nochmal. Was wollt ihr? Seid ihr Gnadalf? Bitte was? Dieses Grunzen, das ihr von euch gebt, was ist das? Grunzen? Ich bete! Beim Namen der Sonne, habt ihr Scheirich denn überhaupt keinen Anstand? Sollen die Geister des Schandes euch doch holen? Ihr ignorante Ausscheidung eines Wüstenwurms! Ihr gehässiges Kamel, ihr... Moment mal. Was... Das ist Gnadalf. Okay. Kalte Klinge bringt leider nichts. Oh, scheiße. Ich hätte mich besser ausstatten müssen.
Nein! Kritischer Treffer. Geh weg! Au! Oh, oh. Ich habe ein kleines, klitzekleines Problemchen. Oh, warum hält er denn eigentlich immer so viel aus? Diese Trolle, ne? Die sind echt die schlimmsten. Scheiße. Das hat ja super geklappt. Naja. Warum hat er mich eigentlich so beleidigt, dieser Kerl? Kirsch, was zum... Ihr habt mich... Bitte was? Egal, ich wollte nicht stören. Aha. Dann... Moment mal. Was? Da ist er. Der spawnt da einfach kackenfrech. Das bringt auf jeden Fall mehr. So, das heißt jetzt das Schild. Weil jetzt habe ich nämlich keine Magie mehr. Los, geh! Sterben. Ich. Was? Was war das denn eben? Ein Troll, schätze ich. Ach, wirklich? Saldrin, hüte mich vor eurem Scharfsinn. Was ich meine ist, wie zum Henker kommt ein Troll so nah vor die Stadttore? Diese Gardisten werden auch immer nachlässiger. Schlimm ist das. Ja, naja. Ich schätze, ich bin euch Dank schuldig. Ohne eure Hilfe wäre das übel ausgegangen. Jetzt entschuldigt mich. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Okay. Trollfett. Das nehme ich natürlich mit. Er ist viel zu spät dran. Wissen, ihr stammt nicht von hier, richtig? Kirasch, was hat mich verraten? Meine Haut oder mein Name? Schmunzel, beides. Ich stamme aus Kyra. Aber ich war erst 6, als mein Zirkel hierher übersiedelte. Und da ich nächsten Monat meinen 60. Winter sehe, macht mich das vermutlich genauso endraläisch wie jeden anderen hier auch. Okay. Und weshalb seid ihr damals hierher gezogen? Das hatte viele Gründe. Sagen wir einfach, Kyra ist nicht das schillernde, exotische Traumland, als das manche Barden und Dichter es gerne verkaufen. Mhm. Ich bin sehr glücklich, hier leben zu dürfen. Über Endaral kann man sagen, was man will. Aber es ist zumindest friedlich und beständig. Was sicherlich auch daran liegt, dass Malphas hier herrscht und nicht Saldrin. Könnte sein. Jetzt will er aber nicht mehr mit mir reden. Gut, danke für das nette Gespräch. Tschüss. Also beim zweiten Mal sind wir freundlicher gewesen. 60 Jahre ist der Alter, sah gar nicht so aus. Dafür hat er gut gekämpft, ne? So, dann gehen wir jetzt mal hoch. Ich speichere auch lieber wieder vor ihr. Weil ich weiß immer nicht, was genau passieren könnte. Der Troll ist jetzt auf jeden Fall weg. Gnadalf. Das ist ja wie Glatzmatz. Wo war das denn eigentlich nochmal? Hey! Jetzt ist er drin. Will die mich eigentlich veräppeln? Kann ich nicht kloppen oder so? Oh ne, jetzt muss ich ja tatsächlich noch warten bis zum nächsten Tag oder was? Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Hier ein Groschen. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Hat die gerade ein Brot von mir gekriegt? Sah irgendwie so aus. Naja, dann werden wir jetzt mal gucken, ob ich irgendwo die Nacht verbringen kann. Aber wo ist die Frage? Vielleicht in der Taverne? Ich muss doch irgendwo einen Schlafplatz haben. Den müssen wir jetzt mal finden. Weil ich kann ja Freda vorher nicht sagen, hier, guck mal.
kann ja die Zeit hier leider nicht vorspulen, wie das in den anderen möglich ist. Gesundheit! Wo auch immer das herkam. Was? Der einzige Ort. Der Grund für Eisenfurz schlechte Laune herausfinden. Der hat schlechte Laune? Geht es euch gut? Ihr wirkt etwas durch den Wind. Und wenn nicht, was interessiert euch das? Hört, ich weiß, ihr meint es gut, aber bitte, gerade nicht. Wirklich nicht. Gut, ich habe mich nur gefragt, ob ich vielleicht helfen könnte. Ach ja? Und wer seid ihr? Loram Wasserklinge wieder auferstanden? Seien wir doch mal ehrlich. Heutzutage bedeutet helfen doch im Klartext, dass ihr euch eine Belohnung erhofft. Als würde es irgendjemanden in dieser Welt geben, dem es am Ende nicht nur um seine Groschen gehen würde. Dieser Mistkerl Golfur hat es bewiesen. Bitte, ich... Lasst mich einfach in Frieden. Ihr bekommt gerade Wut ab, die ihr nicht verdient habt. Okay. Das Warensortiment von Gnodolf Silberherr nach Gegenständen durchsuchen. Was? Das Warensortiment von Golfur Silberherr nach Gegenständen durchsuchen, die Miogar Eisenfurt gehören könnten. Okay. Den Arker Schlosser Miogar Eisenfurt scheint irgendetwas zu belasten. Im Gespräch erwähnte er, dass ein gewisser Golfur bewiesen habe, dass es am Ende nur um Geld ginge. Vielleicht sollte ich herausfinden, was dieser Krämer damit zu tun hat. Komm, das lassen wir jetzt auch mal laufen. Das heißt, wir gehen mal weiter in diese Richtung. Komme ich da eigentlich irgendwie rein in die Kanalisation? Hier, da ist wieder die Schraube, Hut und Fusch AG. Ist irgendwie voll cool, der Name. Die Fusch AG. Da habe ich übrigens auch Kommentare bekommen. Die fanden das auch lustig, die Leute. Das finde ich auch immer schön. So. Arkmarktplatz. Achso, jetzt ist die Musik zu Ende. Ist ja doof. Achso, die Musik ist zu Ende und Skyrim stürzt ab. So, liebe Leute, wenn das jetzt allerdings schon wieder abgestürzt ist, ist es schon wieder nur 23 Minuten. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist jetzt zum dritten Mal abgestürzt. Und ehrlich gesagt, stört mich das etwas. Ich werde jetzt erstmal auch ein Aufnahmepäuschen machen, weil ich... Es ist anstrengend, dann wieder raus, wieder rein, dann wieder hier alles starten. Unglaublich. Naja gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, trotz der Abstürze, die ganze Zeit irgendwie sich hier durch das Let's Play ziehen. Aber ganz egal, wir sehen uns hier bald wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.